Das Meer aus Plastik. So nennen die Spanier diese Gegend in der südlichen Provinz Almería. Gewächshäuser, soweit das Auge reicht. Die über 30.000 Hektar große Fläche ist sogar mit bloßem Auge aus dem Weltall zu erkennen. Hier reift, was sich später in den Regalen europäischer Supermärkte stapelt, 3,5 Millionen Tonnen Obst und Gemüse jährlich. Für Spanien eine wichtige Einnahmequelle. Doch Europas Gemüsegarten steht vor einer großen Herausforderung, dem Brexit. 2017 war das Vereinigte Königreich der drittwichtigste Importeur von spanischem Obst und Gemüse innerhalb der ganzen EU. Wir liefern Früchte in Top-Qualität nach Großbritannien. Und die Preise, die Supermärkte dort dafür bezahlen, sind sehr attraktiv für uns. Noch bleibt die Chance, dass sich Brüssel und London im Guten trennen und enge Handelspartner bleiben. Doch ein harter Brexit mit der sofortigen Wiederanführung von Zollschranken an den Grenzen ist keinesfalls vom Tisch. Für die Gemüsebauern ein Schreckensszenario. Sie befürchten, dass ein No-Deal ein Multimillionenloch in ihr Geschäft reißen könnte. Wird das Vereinigte Königreich zu einem Drittland, wäre das für uns wie nach China, Japan oder Australien zu exportieren. Das wäre eine ziemlich schwierige Situation, denn die Mengen, die wir an die Briten liefern, sind enorm. Der Brexit ist nicht die einzige Sorge der Gemüsebauern von Almería. Sie haben immer wieder mit Negativschlagzeilen zu kämpfen. Das Wasser in der Region wird knapp und zuletzt deckte ein Reporterteam die teils katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen der meist ausländischen Erntehelfer auf.